Die Fußballwelt wartet auf das große WM-Halbfinale Deutschland gegen Brasilien. Der FC Bayern plant aber auch schon konkret die neue Bundesliga-Saison. Juan Bernat wird uns ab sofort verstärken. Der 21-jährige Spanier vom FC Valencia konnte unter mehreren europäischen Topclubs auswählen, entschied sich aber für den FC Bayern und unterschrieb im Beisein der Vorstände Matthias Sammer und Jan-Christian Dresen einen 5-Jahres-Vertrag. Ich bin natürlich sehr glücklich darüber, ab sofort Teil dieser Mannschaft zu sein. Für mich ist das ein ganz wichtiger Schritt in meiner Karriere. Ich bin sehr zufrieden. Für mich geht heute ein Traum in Erfüllung. Ich habe seit meinem 6. Lebensjahr für den FC Valencia gespielt und es hat mich natürlich sehr stolz gemacht, dass sich so ein großer Club wie Bayern München für mich interessiert hat. Es ist einer der besten Vereine der Welt und für mich eine große Motivation, für diesen Verein zu spielen. Ich möchte alles geben, um einen Platz in der Mannschaft zu finden und mit dem FC Bayern viele, viele Titel zu gewinnen. Also nach Javi Martinez und Thiago ist Bernat unser dritter Spanier und der Pep Guardiola, der auf diese Stärken baut. Nun, es ist immer ein bisschen schwierig, über sich selbst zu sprechen. Ich denke, ich bin ein Außenbahnspieler mit großem Offensivdrang. Schnell, ballsicher und zweikampfstark. Hört sich gut an. Herzlich willkommen also, Juan, wie auch den Jungs, die schon seit ein paar Tagen hier an der Säbener Straße wieder schuften. Unser anderer Neuzugang Sebastian Rode zusammen mit David Alaba, Holger Badstuber und Pierre Heuberg. Dazu Tom Starke. Und morgen steigt dann Robert Lewandowski mit ins Geschehen ein. Dann stellen wir unseren dritten Neuzugang hier auch in den FCB TV News vor. Für heute aber drücken wir erstmal alle Daumen für das große WM-Match gegen Brasilien. Jungs, macht es einfach! Thank you.